Hallo, ich bin Daniela Heiser von danielaheiser.de. Ich berate und begleite Familien mit unterforderten, mit hochbegabten Kindern und führe die Familien zu einem entspannteren Familienleben, gekoppelt mit mehr Verständnis füreinander. Ja, wenn Sie wissen, woher die Auffälligkeiten und Merkmale Ihres Kindes kommen, dann verändert sich ganz automatisch eben auch Ihr Verhalten, und ja, und Ihr Verständnis eben auch im familiären Alltag. Warum findet mein hochbegabtes Kind keine Freunde? Diese Aussage höre oder diese Frage höre ich häufiger auch von Eltern in der Beratung oder in Elternkursen. Ja, diese Verzweiflung von Eltern, mein Kind findet einfach keine Freunde, keiner möchte mit ihm befreundet sein. Woran liegt das? Ganz prinzipiell muss ich mal vorausschicken, jedes hochbegabte Kind hat keine Freunde. Es gibt durchaus auch Kinder, die so oftmals die Rolle der Alpha-Tiere im Kindergarten oder eben auch in der Grundschule oder in der Schule insgesamt übernehmen. Ganz viele Kinder um sich herum scharren, auffallen durch hohe soziale Kompetenzen, quasi die Schulzeit durchlaufen und auch immer die Rolle des Klassensprechers, des Vermittlers übernehmen. Solche hochbegabten Kinder gibt es durchaus. Aber diese Frage kommt natürlich häufig von Eltern, bei denen die Kinder eben Schwierigkeiten haben im sozialen Kontext. Und häufig wird dann eben von Lehrern, von Erziehern gesagt, die Kinder hätten Probleme im sozialen Bereich, weil sie finden ja niemand. Aber so einfach kann man das nicht sagen. Die finden einfach niemand, die haben Probleme im Sozialverhalten. Ja, jetzt nehmen wir uns mal, vielleicht kennen Sie die Gaußsche Normalverteilungskurve, die sogenannte Glockenkurve. Ja, da ist klar, in der Mitte sind 70% durchschnittlich begabt, egal ob ich jetzt eine Kindergartengruppe nehme oder auch eine Klasse oder die Gesamtbevölkerung. Wir haben 15%, die sind unterdurchschnittlich begabt. Dazu gehören die geistig Behinderten und die Lernbehinderten. Und wir haben 15%, die sind überdurchschnittlich begabt oder 2 bis 3% sind hochbegabt. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, ja, sich Ihre Freundinnen, Freunde, Ihre Freundschaften als Erwachsene anschauen. Ich kann von meiner Seite sprechen. Meine Freundinnen, die haben ein ähnliches Intelligenzniveau wie ich auch. Die verstehen meine Lebenswirklichkeit. Die können meine Gedanken nachvollziehen. Die unterhalten sich mit mir auf einem ähnlichen Niveau. Ja, und mit jemand, der meine Lebenswirklichkeit nicht nachvollziehen kann, der meine Kommunikation nicht versteht, der meine Gedanken im Kopf nicht versteht, da ist es natürlich schwierig, eine ernsthafte und dauerhafte Freundschaft auch zu pflegen. Jetzt nehmen wir mal einen durchschnittlich begabten Menschen. Der kann keine tiefe und ja, keine tiefgehende Freundschaft mit einem Menschen führen, der geistig behindert ist. Wir können mit diesen Menschen Zeit verbringen, wir können die wertschätzen, wir können Spaß miteinander haben. Aber meine Lebenswirklichkeit kann dieser Mensch nicht nachvollziehen, weil er in ganz anderen kognitiven Schwierigkeiten gefangen ist. Da ist einfach, das Intelligenzniveau ist sehr unterschiedlich. Und genauso ist es natürlich auch von einem hochbegabten Menschen zu einem durchschnittlich begabten Menschen oder von einem hochbegabten Kind zu einem durchschnittlich begabten Kind. Da ist genau die gleiche Differenz da, da ist genau der gleiche Unterschied da. Ja, wir können Zeit mit denen da unten verbringen oder die Kinder können Zeit mit denen da unten verbringen, können Spaß haben und so weiter, aber die Lebenswirklichkeit können sie nicht verstehen. Und von daher, wenn es eben Gaußsche Normalverteilungskurve auf der rechten Seite, die Luft wird einfach ziemlich dünne. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemand finde in der gleichen Kindergartengruppe, in der gleichen Klasse, der so ist wie ich, der so denkt wie ich, der sich mit Themen im Kopf auseinandersetzt, so wie ich, diese Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gering. Und daher finden diese Kinder häufig eben keine Freunde, weil es niemand gibt auf ihrem Niveau, mit dem sie sich austauschen können, der eben ihre Gedanken auch verstehen kann. So, das waren meine Gedanken dazu oder meine Erklärungen dazu, warum es manchen Kindern einfach schwer fällt, jemand zu finden. Die Erfahrung zeigt tatsächlich, wenn die Kinder jemand finden, der hier auf diesem Niveau ist, ja, der ihre Gedanken nachvollziehen kann, der so kommuniziert, der sich vielleicht mit den gleichen Themen beschäftigt. Auf einmal sind die soziale Probleme in Anführungszeichen,
von denen ich vorhin gesprochen habe, die sind auf einmal weg, weil da ist jemand, der tickt wie ich. Und das ist wie so Seelenbalsam für die Kinder, weil die fühlen sich ja auch häufig, als wären sie der einzige Marsmensch, der auf diese Erde gefallen ist. Niemand ist so wie ich, niemand kommuniziert auf meinem Niveau. Und wenn die dann endlich jemand finden, dann ist das ja Seelenbalsam für diese Kinder. Und oftmals lassen sie diese Freunde eben auch nicht mehr los. So, das waren meine Gedanken zum Thema Freundschaften. Warum tun sich hochbegabte Kinder da häufig so schwer? Und ich freue mich, wenn Sie mir ein Like hinterlassen. Und ich bin nächste Woche hier wieder live und kläre die nächsten Fragen.